Scarabrae wird auf 3100 vor Christus datiert und war über 600 Jahre durchgehend bewohnt, bis die Siedlung 2500 vor Christus verlassen wurde. Warum die Bewohner sie verlassen haben, ist unklar, zumal sie eine perfekte, gesunde Umgebung bot. Ja. Dürfte ich Sie kurz sprechen, Professor? Ja. Schlagen Sie Michelson auf, Kapitel 4. Wir besprechen gleich den Unterschied zwischen Migration und Exodus. Ich bin Matt. Matt Williams. Matt? So wie Schachmatt. Ox und ich waren wie besessen von dem Mitchell-Hedges-Schädel während unserer Studienzeit. Woher weißt du davon? Soll das ein Witz sein? Er hat rund um die Uhr von nichts anderem gesprochen. Ist das so eine Art Ikone? Eine geschnitzte Reliquie, mesoamerikanisch. Es gibt auf der Welt einige Kristallschädel. Ich sah mal einen im British Museum. Handwerklich ziemlich spannend, aber das war's dann auch. Ja, lachen Sie nur darüber. Oxley meint, er hätte ihn gefunden, diesmal wirklich, und er wollte damit nach Akator aufbrechen. Naja. Nach dem Brief dachte meine Mutter, Ox hätte einen an der Waffe. Er läuft nicht ganz runter, also ist sie da runter, um ihn zu finden. Nur war er da bereits entführt. Und jetzt haben die sie auch. Ox sagt, er hätte den Schädel versteckt. Wenn meine Mutter ihn nicht auftreibt, sind beide tot. Wie vermutet. Wer ist das? Francisco de Orellana, ein Conquistador. Es ist ein Rätsel. Ein Rätsel in einer toten Sprache. Das kann nur Ox einfallen. Folge den Linien der Erde, die nur die Götter lesen können. Der Schädel befindet sich in Nazca in Peru. Wo hat man ihn gefunden? In Mexiko, bei Buddeln in Sand. Nach Sachen wie diesen. Sie stammen aber auch nicht aus der Gegend hier. Aus welcher Gegend meinen Sie, könnte ich wohl stammen? Dr. Jones. Der Vorliebe nach zu urteilen, wie Sie Ihre Vokale verdunkeln, tippe ich auf. Ostukraine. Vorbildlich. Oberst Dr. Irina Spalkov. Dreimal wurde mir der Lenin-Orden verliehen. Darüber hinaus bin ich Heldin der sozialistischen Arbeit. Und warum? Weil ich Dinge weiß, und zwar bevor andere Leute sie wissen. Und was ich nicht weiß, finde ich heraus. Was ich jetzt wissen will, ist hier drin. Oh, jetzt weiß ich, warum Oxley den Schädel an seinen Fundort zurückgebracht hat. Er wusste, dass sie ihn sucht. Der Schädel ist mehr als eine Reliquie. Sie wussten es im Augenblick, als sie ihn sahen. Er ist nicht von Menschenhand erschaffen worden. Der Schädel wurde im 16. Jahrhundert aus Akator gestohlen. Wer auch immer ihn in den Tempel zurückbringt, gewinnt die Kontrolle über seine Macht. Dieses Ammenmärchen ist mir bekannt. Es ist eine Legende. Was macht Sie so sicher, dass Akator existiert? Fragen Sie doch Ihren Freund. Privedite, Professor. Wir sind uns sicher, dass er dort war. Oxley? Ox, ich bin's, Indy. Was habt ihr mit ihm gemacht? Nicht das Geringste. Es war der verflixte Schädel. Er ist unsere Wünschelroute, die uns nach Akator führt. Wir benötigen jedoch jemanden, der ihn für uns übersetzt. Es wirkt, als wäre sein Geist geschwächt. Hoffen wir, dass Ihr Geist wacher ist. Die Kristalle des Schädels stimulieren einen unterentwickelten Teil des menschlichen Gehirns und öffnen übernatürlichen Kanal. Oxley verlor die Kontrolle über sein Gehirn, da er zu lange in seine Augen starrte. Wir sind der Überzeugung, dass Sie zu ihm durchdringen, sobald Sie dasselbe getan haben. Ich habe eine bessere Idee. Schauen Sie doch rein. Wie es scheint, spricht der Schädel nicht mit jedem. Sie haben doch nicht etwa Angst, Dr. Jones? Sie haben zeitlebens nach Antworten gesucht. Denken Sie an die Wahrheit, welche hinter diesen Augen liegt. Es gibt vielleicht hunderte Schädel in Akator. Ihr Finder beherrscht die größte Naturgewalt, die die Welt je gekannt hat. Macht über das menschliche Gehirn. Ich wäre vorsichtig. Vielleicht kriegen Sie genau das, was Sie sich wünschen. Sie reden jetzt mit Oxley und führen uns nach Akator. Jetzt. Hinaus mit ihm! Anscheinend war das nicht das passende Druckmittel. Vielleicht finden wir ein wirkungsvolleres. Privedite, Jenschino! Nimm deine dreckigen Pfoten weg, du räudige russische Ratte! Indiana Jones. Henry Jones Junior.
Henry Jones Junior. Ganz genau, Ox, hör mir zu. Wer sich am goldenen Schlüssel würdig gezeigt, dem öffnet sich der Palast der Ewigkeit. Der Palast der Ehe. Das ist von Newton, er hat es schon mal zitiert. Warum? Ox, verrate uns den Weg nach Akator. Sonst werden sie Marion töten. Durch Augen, die ich zuletzt unter Tränen sah, hier in des toten Traumes Königreich. Ach, sie werden Ebners Tochter umbringen. Du musst uns den Weg dorthin verraten. Wir brauchen eine... Holen Sie was zu schreiben. Stift und Papier. Pomago, Karandasch. Es fällt dreimal von oben den Weg hinunter. Dreimal. Piktogramme? Ideogramme. Die gewählten Linien bedeuten natürlich Wasser, die geschlossenen Augen Schlaf. Die Sonne mit dem Bogen über dem Himmel steht für Zeitspanne, Dauer. Das Wort jetzt bedeutet bis. Die zwei Sachen hier nebeneinander, Horizont und Schlange, bilden eine Einheit. Horizont steht für die Welt, aber es bedeutet nicht Erde, sondern gewaltig groß. Das Wasser schläft bis zur großen Schlange. Das ist keine Zeichnung, das ist eine Wegbeschreibung. Geben Sie mir eine Karte. Karte! Er will, dass wir dieser Flussbiegung des Sono folgen. Bis an den Punkt, wo er sich im Südwesten dem Amazonas nähert. Danach bin ich überfragt. Was das mit dem Königreich, den Träumen und Augen soll, ich habe keine Ahnung, was er damit Nein. sagen will. Nein, er war doch Brite. Mein Vater war Pilot bei der Air Force, ein Kriegsheld, nicht so ein blöder Lehrer. Nein, Liebling. Colin war dein Stiefvater. Wir haben uns verliebt, als du 3 Monate alt warst. Er war ein guter Mann. Moment. Colin, doch nicht Colin Williams. Ich habe euch einander vorgestellt. Den hast du geheiratet? Was die Wahl meines Ehemanns betrifft, hast du dein Stimmrecht verspielt. Du hast damals Schluss gemacht, 1 Woche vor unserer Hochzeit. Wir wussten, glaube ich, beide, Marion, dass das mit uns nicht funktioniert. Nichts wusstest du. Und warum hast du nie mit mir gesprochen? Weil ich immer verliere, sobald wir uns streiten. Was kann ich denn dafür, dass du mir nicht gewachsen bist? Ich wollte dir nicht wehtun. Verflucht. Halten Sie Klappe! Hast du dich denn nie gefragt, wieso Ox schon seit Jahren nicht mehr mit dir redet? Hört auf. Er war sauer, dass du abgehauen bist. Hört ihr heute noch auf? Ja, Marion. Das Kind soll nicht sehen, wie Mama und Papa streiten. Sie sind nicht mein Vater, klar? Und wie ich der bin. Ach ja, und übrigens, die Schule machst du gefälligst zu Ende. Ach was. Und der Spruch neulich, Hauptsache es macht dir Freude und lass dir das bloß nie ausreden, Junge. Was war das? Damals war ich auch noch nicht dein Vater. Sie sind nicht mein Vater. Ich dachte, der wäre näher. Ich hab den Schädel! Einer wirft ihn rüber! Du wirfst schon! Bleib stehen, du fährst sonst in den Abgrund! Das ist das Ziel! Schlechtes Ziel, lass mich ans Steuer anmachen! Vertraut mir! Was heißt denn das? Er meint, 1. Denn der Weg führt durch den Wasserfall! 2. Ihn fallen lassen. Er hat den Schädel verloren. Der Schädel muss zurückgebracht werden. Marion. Oh. Halten Sie mal kurz. Da lang vielleicht? Physisch voneinander getrennt, aber mit einem kollektiven Bewusstsein. Gemeinsam mächtiger, als sie es je voneinander getrennt sein könnten. Man stelle sich vor, was sie zu erzählen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. So wenig wie die Menschen, die den Tempel hier bauten, oder sie. Glaube, Dr. Jones, ist eine Gabe, die ihnen offensichtlich fehlt. Mein Beileid. Oh, ich glaube, Schwester. Und ich glaube, ich bleibe lieber hier unten.
Ich will alles wissen, alles. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ins Nichts gefegt. Wo sind sie hin? Ins Weltall? Nicht ins Weltall. In eine Welt, die sich zwischen den Welten befindet. Ich verstehe das nicht. Wieso heißt es in der Legende Stadt aus Gold? Bei den Uga hat das Wort Gold die Bedeutung von Schatz. Aber ihr Schatz war nicht Gold, sondern Erkenntnis. Erkenntnis war ihr Schatz. Henry Jones Jr. und Marion Ravenwood. Indem ihr euch in den heiligen Bund der Ehe einzutreten gemeinsam entschlossen habt, euch ewige Treue und Liebe geschworen, euch die Hand gereicht und Ringe ausgetauscht habt, erkläre ich euch beide nun zu Mann und Frau. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Was vergeudet der Mensch an Lebenszeit, indem er wartet? Herzlichen Glückwunsch. Sie dürfen die Braut jetzt küssen.